Band Blumber is the place to be. Band Blumber is the place to be. Band Blumber is the place to be. Es ist eine Kampfschleife. Eine Simulation der jüngsten Vergangenheit, als die Rote Legion Merkur angriff. Die Vex testen wohl alternative Ausgänge. Eliminiere die Feinde. Steige auf und fahre schnell. Wo aufsteigen? Wo aufsteigen? Vielleicht schafft ein Sparrow den Sprung. Ach so. Okay. Yeah. Jawohl, neues Glanzengramm. So muss das. So nicht anders, Jungs. Ja, und hier? Wie komme ich da durch? Ach so, kann man unten lang. Okay. Was war das? Boah, Moment mal. Mal eben gucken. Kann alles weg. Zumindest das und das kann weg. Hier als Alternative. Boah, der Raketenwerfer ist gut, aber den werde ich benutzen, um mein Schwert stärker zu machen. Das werde ich auch benutzen, um das stärker zu machen. Das kann weg. Das werde ich auch benutzen, um das stärker zu machen. Dann hampel doch da unten weiter rum. Ist mir doch egal. Ich gehe eh oben lang. Kann man das hier eigentlich kaputt machen? Nee. Jo, Xyngstar, ich zock das auf der Xbox One X in 4K. Hast du angegeben? Hör mal, ich mag dich doch schon. Du musst mir nichts beweisen. Entspann dich. Aber Streams für euch in 1080p. Die Vex müssen wissen, dass wir hinter der Karte her sind. PC ist besser. Ich habe Destiny 2 auch auf PC. Nur auf PC ist mein Warlock nicht so stark.
Und deswegen habe ich mir die Erweiterung für die Xbox One X geholt. Ich habe es auf beidem. Ich hätte mir die Erweiterung für PC geholt, wenn meine Noobs, mit denen ich sonst immer spiele, sich auch die Erweiterung geholt hätten. Aber haben sie nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich dann alleine spiele, dann kann ich auch mit meinem besseren Char auf meiner Xbox spielen. Komm in meinen Clan. Wie heißt denn dein Clan? XTA Legends Never Die. Ja, ich guck mal. Oh nein! Oh, boah, ich dachte, ich bin runtergefallen. Nee, das haben die echt nicht. Schämen sie soll nicht. Stimmt, stimmt, die Jungs. Ja, Konki. Da sind sie, der Konki zum Beispiel hier. Der ist gemeint. Das ist einer meiner Noobs. Aber ist ja nicht schlimm. Es gibt halt manchmal Sachen, die sind wichtiger als Erweiterungspässe. Da muss man ein Verständnis für haben. Ja, da habe ich aber irgendwo einen übersehen. Wo ist er? Ah, da oben. Ja, schon Real Life und so, ja. Real Life ist the next level. Manche Leute wie ich haben ja kein richtiges Real Life. Oh. Scheiße, mein Supergewehr. Mein Supergewehr ist alle. Jetzt ist es wieder voll. Weihnachten ist überraschend gekommen. Konnte doch keiner ahnen. Ja, das stimmt. Ich habe auch gedacht, Weihnachten ist erst im halben Jahr. Das muss die Karte sein. Der Immerfrost ist eine Weltuntergangsmaschine. Aber wenn man ihn sich so anschaut, ist er fast wunderschön. Dieser Minotaurus. Oh nein. Ach echt? Und er wird noch schlimmer sein. Oh. Braucht auch eh keine außer die Konzerne. Weihnachten? Naja, ich finde an Weihnachten eigentlich schön, mit meiner Familie mal so abzuhängen. Meistens spielen wir dann auch noch Risiko und saufen nach der Bescherung. Schnell!
Na? Wollte gerade sagen, ich bin doch nah genug dran. Boah. Viel haben sie sich nicht einfallen lassen für die Weite. Aber die Cutscenes, die sind schon schön. Muss ich sagen. Also am Anfang vom Spiel rund 10 Minuten nur Cutscenes und die Geschichte ist wirklich schön erzählt. Aber ich meine, was willst du dir auch viel einfallen lassen? Neue Levels, neue Gegnerwellen. So, ja. Mehr kannst du aus Destiny auch nicht rausholen. Was ist es ja? Story-mäßig oder so. Na, da kannst du nicht erwarten, dass irgendwas mega Emotionales passiert. Nein! Ah! Kommt der Weihnachtsmann auch davor? Nein. Oh. Yo, da stratzt er mich einfach aus dem Level. Wäre auch eine schöne Geschichte. Ja, die Destiny-Weihnachtsgeschichte. Wer weiß, vielleicht überraschen die uns ja. Ach, das gibt's doch nicht. Doch, ein Weihnachtsspecial gab's ja auch schon bei Destiny 1. Auch ein Halloween-Special und so. Das gab's alles bei Destiny 1. Das haben wir ja auch alles mit allen Erweiterungen durchgespielt. Destiny 1. Deswegen. Wie nicht Activision, Singstar. Denk immer dran. Ja. Ja, aber denk daran, das ist eigentlich von Bungie. Na, das wird nur von Activision vertrieben. Also es gab schon Halloween-Specials, es gab Weihnachts-Specials und dann so viele andere Specials dazwischen, wie der Eisenbanner und so. Also die lassen sich schon für Destiny immer was einfallen, weil die ja genau wissen, das ist ein Ding, das können die melken ohne Ende. Scanner, aber ich kann Panoptes nicht finden. Die Karte ist zu groß, ich kann sie nicht schnell genug durchsuchen. Sie ändert sich ständig. Ich brauche mehr Prozessorstärke. Die Wächsgeister auf Nessus könnten da nützlich sein. Hast du Lust auf einen Jagdausflug? Klar. Wenn Blizzard mal mit dran arbeiten würde, wäre es viel besser. Ja, du kannst aber World of Warcraft auch nicht mit Destiny vergleichen. Ne? World of Warcraft ist ja auch eine ganz andere Spielart. Außerdem musst du da nicht viel machen, um Weihnachtsspecial zu machen. Ne, das sind kleine Sprites und so. Klar sieht die Grafik schön aus, aber da musst du nicht so viel dran arbeiten, wie hier so komplexe, große 3D-Models und so weiter. Bei World of Warcraft, da tauscht du ein paar Tannenbäume aus der Welt aus und machst dafür Weihnachtsbäume hin. Weißt du, das ist leichter auszutauschen als hier bei so einem Spiel. So, erstmal kurz zum Reisenden. Ich möchte meine Engramme entschlüsseln. Außerdem musst du auch mal sehen, wie viel Budget Blizzard zur Verfügung hat durch World of Warcraft. Die Spieler, die da jeden Monat blechen und so. Ja, Rentiere als Gleiter. Ja, aber das ist zum Beispiel schon schwerer umzusetzen, als bei World of Warcraft ein paar Tannenbäume zu ersetzen. Das ist das, was ich meine. Ja, schon, aber die Leute auf Trab zu halten, haben sie drauf. Habe Destiny 2 in der Woche durch mit Raid und WoW. Kannst du 10 Jahre spielen, ohne dass du alles hast. Ja, wie gesagt, das ist ja auch eine andere Art von Spiel. Ne? Das ist ein Hack'n'Slash-Multi-Mass-Online-RPG. Und das hier, Destiny, auch wenn das Rollenspielelemente hat, ist ein Ego-Shooter. Das ist schon ein mega Unterschied.
Rentiere vom Gleiter, die dich ziehen, Konki. Dann kommen die aber nicht weit, ne? So regel, dann musst du regelmäßiger zum Sport gehen, damit die dich mal ein paar Meter ziehen können. Ansonsten schleift der Bauch ja über den Boden. Da kommen die ja nicht weit. Ja gut, aber dann nur mit drei Freunden zocken, ist es ein bisschen doof. Ja, da kann... Raids! Raids kannst du ja zu sechst machen. Ah, du hast eine Woche gebraucht für Destiny 2? Wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube 9 oder 10 Stunden. Max. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich war da auf jeden... Ich war in 3 Tagen. Oder 2... Nach 3 Tagen war ich durch, glaube ich. Nach 2. Oh, Überholspurhülle. Eine neue Geisthülle. Sieht auch geil aus. Was habe ich denn hier? Ich habe nicht jeden Tag gezockt, sorry. Auch in 2 Tagen. Ja, weil wer mehr als 2 Tage braucht, also. Ne? Dein Fahrzeug wird schneller herbeigerufen, deine Waffen werden nachgeladen, während du es fährst. Oh! Ich habe heute noch nichts von Fenchurch gehört. Vergesse. Zack. Suchst du nach etwas Bestimmtem, Hüter? Sofort, Hüter. Die muss ich mir aufheben. Sonst noch irgendwas neu? Nee. Ja, Konki, du stirbst ja auch oft. Du brauchst ja länger. So, weg Feierabend machen. Ja. Viel Spaß beim Feierabend, Konki. Ciao. Boah, 272. Oh. Hast du etwas für mich, Hüter? Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ja, egal. Ich hoffe, du hast. Exotische Sachen sind sowieso nicht so toll. Kann man nicht so viel von anlegen. Wenn wir das gebacken bekommen, werden die nicht mehr wissen, wo oben und. Ich glaube, den zerlege ich auch. Damit ich exotische Bruchstücke habe. Ich muss zugeben, ich bin neugierig, was du mir so da gemacht hast. Dann kann ich die nämlich aufwerten. Neue Welten bedeuten neue Geheimnisse. Das ist auch ein Sprung von 8. Das machen wir auch. So, und zack, haben wir schon wieder ein Lichtlevel von 256. Was denkst du? Ich denke nicht, ich schieße nur. Schön. Oh. Ausrüstungsmods eintauschen? Was heißt denn eintauschen? Dann gebe ich die ab. Was kriege ich denn dafür? Bis denne. Bis denne? Was haben wir denn da? Ach, ein Scout-Gewehr. Ach, kannst du vergessen. Nehme ich eh nicht. Fangen wir an. So, ich habe nämlich hiermit noch nie gemacht. So, Klassenfähigkeiten laden schneller auf, wenn du einen leeren Fokus einsetzt. Erhöht die Belastbarkeit dieser Rüstung, wodurch du mehr Schaden absorbieren kannst. Verbessert die Waffenhandhabung für die ausgerüstete Energiewaffe. Rüste damit eine Waffe aus, um deren Geschoss. Ah, nee. Yeah. So. Mich
Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Warst du nicht gerade hier? Ja, ja. Nein, war ich nicht. Wofür war das denn jetzt, der Mod? Oh, hier kann ich ja auch noch. Erhöht die Mobilität dieser Rüstung, wodurch du dich schneller bewegen kannst. Erhöht die Belastbarkeit dieser Rüstung, wodurch du mehr Schaden absorbieren kannst. Zack. Ah, hier. Zack. Mehr Verteidigung. Das ist gut. Zeig ihnen, dass sie sich nicht mit uns anlegen sollten. Erhöht die Wiederherstellung der Rüstung. Mütter, welche Puzzles bringst du mit? Nahkampffähigkeiten laden schneller auf. Oh, kann ich auch verteidigen. Verbessert die Waffenhandhabung für die ausgerüstete Power. Löst du Probleme, Zack. Welt, hm? Nett von dir. Mal ein bisschen die Mods durchgucken. Nettes Scharmützel da draußen. So. Das ist noch Brustschutz, Kopfschutz, Kopfschutz. Für den Brustschutz habe ich, glaube ich, keinen, ne? Klappe machen wir zu, noch mal. Affe tot. Denk dran. Klappe zu, Affe tot. Warte, warte. Ach doch, da habe ich. Ach scheiße. Na egal. Lieber einen Mod zu viel als einen zu wenig. Löst du Probleme in der Welt, ne? Nessus. Da müssen wir hin. So. Während der dahin fliegt, kann ich nochmal auf Klo gehen. Das dauert ja immer so ewig. Die Ladezeit ist ja immer... Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000! What 9000? There's no way that can be right! Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.